Endlich geht es mal wieder in der Martin-Wacker-Show um den KSC. Diesmal auf doppelter Ebene. Zum einen die aktive Spielerebene. Ein Aufstiegsheld des KSC, ist schon ein paar Jährchen her, aber jetzt aktuell KSC-Vizepräsident und auch Nationalspieler für die Schweiz. Wir werden über alles sprechen, auch über Schweizer Essen. Das wird lustig mit Mario Eggemann. Ich freue mich, dass ich heute einen Mann bei mir habe, der beim KSC ja, ein Aufstiegsheld ist, ein ewiger Aufstiegsheld und jetzt in verantwortlicher Position als KSC-Vizepräsident. Bei mir ist Mario Eggemann. Mario. Martin, vielen Dank. Herzlich willkommen. Für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat, dass du wieder in Karlsruhe bist. Wie ist es denn jetzt so nach den ersten Monaten? Du bist ja mit 71%, das ist echt eine Vorlage gewesen, in dieses Amt gewählt worden. Wie sind so die ersten Wochen und Monate? Wie bist du wieder angekommen und aufgenommen worden? Super schön, wieder hier zu sein, wieder näher dran zu sein. War ja einige Jahre schon weg, aber trotzdem immer versucht, nah dran zu bleiben. Aber es ist halt was anderes, wie jetzt wirklich wieder dabei zu sein. Und ja, ich freue mich total. Ja. Wie kam es zum Kontakt, dass man ein Amt beim KSC übernimmt in so verantwortlicher Position? Man hätte das auf den ersten Blick gar nicht erwartet, dass du dich wieder zur Verfügung stellst. Du hast den KSC immer beobachtet, auf jeden Fall. Du warst immer dabei und hast ein Herz für den Verein gehabt. Aber wie kam es dann zur Entscheidung? Ja, das ist vieles zusammengekommen. Also angefangen hat das, glaube ich, 2019, als eine Präsidiumswahl war. Ich glaube, Holger Sigmund Schulze wurde damals gewählt. Und da habe ich irgendwas im Zusammenhang mit dem Amt gelesen, dass man KSC-Mitglied sein muss, um sich aufstellen zu lassen. Mhm. Und in dem Moment habe ich gedacht, oh, bin ich überhaupt Mitglied? Man weiß ja nie, was in der Zukunft ist. Dann habe ich gesehen, ich war gar nicht Mitglied. Dann habe ich sofort mich und meinen Sohn angemeldet. Mhm. Ja, aber habe natürlich nicht daran gedacht, irgendwann in so ein Amt reinzugehen zu dem Zeitpunkt. Ja, es kam so zustande, dass ich die Abwahl dann verfolgt habe und eben alles, was drum und dran passiert ist, mir nicht viel dabei gedacht habe, ein paar Mal im Stadion danach war und mich Leute angesprochen haben und gesagt, wäre das nicht was, das wäre doch super, wenn du das machen würdest. Und am Anfang gelächelt und irgendwann wurde es dann ernster und dann habe ich irgendwann Kontakt aufgenommen mit den Verantwortlichen im Verein und habe dann gefragt, ja, wäre das denn für euch eine Option, dass ich mich zur Wahl stelle? Und dann hat keiner Nein gesagt. Und tolle 71% Vertrauensvorschuss. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch sehr viel alte Legendengeschichten. Und darüber sprechen wir auch noch in der Sendung. Und gleich gibt es von mir die 10 persönlichen Fragen. Die Martin-Wacker-Show heute mit Mario Eggemann, KSC-Vize und ehemaliger Spieler. Wir wollen dich auch persönlich noch mal besser kennenlernen bei den 10 Fragen. Sind immer dabei. Dein Sternzeichen, Mario. Wassermann. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verheiratet. Deine Lieblingsfarbe? Blau, war es schon immer. Gut, sehr gut. Habt ihr ein Haustier? 2 Katzen. Welches Poster hing bei dir im Jugendzimmer? Poster im Jugendzimmer? Muss ein Fußballer gewesen. Pamela Anderson, frag nicht. Also kein Fußballer, Pamela. Wunder, aber gab es fußballerisch ein erstes Vorbild? Ja, das war Carlos Puyol und ich durfte sogar das Trikot tauschen mit ihm. Tatsächlich? Ja. Dann bei, da reden wir noch drüber, bei einem großen Turnier. Genau. Bei einem ganz großen Turnier. Deine erste selbstgekaufte CD oder Schallplatte? Das war eine Kassette damals, Roxette. Noch Kassetten. Ja. Du weißt noch, was es bedeutet, einen Bleistift zu haben. Und eine Kassette, da konnte man dann... Ja, ja, genau, muss man nur aufdrehen. Das ist noch die Generation. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, Mario? Kurt Lewin und die Feldtheorie. Dein Lieblingsurlaubsziel? Thailand. Und Hausmannskost oder Gourmet-Tempel? Hausmannskost, ich bin verwöhnt zu Hause, da habe ich beides gefühlt. Ja. Was ist so eine typische Schweizer Hausmannskost? Ich habe mal was gegessen, muss ich fragen. Kockts mit Hörnli. Kockts mit Hörnli. Kockts mit Hörnli, ja. Isst du das auch gerne? Sehr gerne, ja, sehr gerne. Und jetzt beschreib unseren Hörerinnen und Hörern, was das ist. Ich war schwer das verstört. Das ist, ja. Wirklich? Ja, Kockts mit Hörnli. Kockts mit Hörnli, das ist, Hörnli sind kleine Nudeln, kleine gebogene Nudeln. So leid ist auch gut. Ja, und dann ist es eine Bratensoße mit Hackfleisch. Ja, ganz
dick angemacht und ja, das essen wir dann. Ja. Aber halt, ich hatte noch Apfelmus dabei. Apfelmus gehört auch dazu, ja. So, das ist nämlich das, was mich irritiert. Wer? Ja. Okay. Weil Bratensoße, Hörnlennudeln und dann noch Apfelmus dazu. Ja. Mayo. Ja, normalerweise kennt man ja nur Raclette oder Fondue aus der Schweiz, aber dann ist noch wir sagen es nochmal miteinander. Kackets mit Hörnli. Kackets mit Hörnli. Ich lerne Schweizerdeutsch, Kackets mit Hörnli, habe ich gelernt, mit Mario Eggemann, KSC-Vize. Und jetzt wieder Karlsruhe oder seid ihr, deine Frau ist ja Karlsruherin, die hast du in der aktiven Zeit hier kennengelernt, ne? Genau, die habe ich hier kennengelernt und Karlsruhe immer mit dabei, meine Tochter ist auch hier geboren, also ja. Aber Wohnsitz ist nicht in Karlsruhe, ihr seid wieder Richtung mehr in den Süden zurückgegangen? Nein, wir sind in Sindelfingen aktuell. Mhm. Das hat einfach logistische Gründe. Es ist nah südlich in der Schweiz, dann nah an Karlsruhe, aber eben auf der anderen Seite auch nah die Schwiegermutter, so da hinten bei Esslingen. Mhm. Und da ist das sehr zentral für uns in alle Richtungen und da haben wir uns dafür entschieden. Aber kein Weg nach Karlsruhe? Also jetzt ist es tatsächlich mal wieder aufgekommen, mal in die Richtung zu denken. Mhm. Jetzt nicht sofort, aber das ist schon immer wieder in unseren Gedanken drin. Ja. Nachdem du aktiver Fußballer warst, wir sprechen noch über deine aktive Zeit, hast du was gemacht, was mit Spielervermittler und Spielerberater nur unzulänglich beschrieben ist? Mhm. Beschreib's mal selbst bitte, Mario. Ja, für mich ist es hauptsächlich die Arbeit mit Menschen, mit Sportlern, Sportlerinnen. Mir geht es darum zu sehen, wie kann man den maximalen Erfolg rausholen für jeden individuell, aber dann auch dabei gesund bleiben und Spaß zu haben. Mhm. Und mit dem habe ich mich sehr, sehr lange beschäftigt, seit ich aufgehört habe oder sogar davor schon habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und das ist das, was mir einfach total Spaß macht, die Arbeit mit Menschen zusammenzuarbeiten auch. Und darum macht mir das jetzt auch in Karlsruhe so viel Spaß. Ja. Mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, beide spielt eine Rolle bei deinen Beratungsansätzen? Ja, schon, wobei gerade für die körperliche Gesundheit ich da schon auf Experten vertraue im Außen, aber das gehört natürlich eben auch dazu, die Leistungsfähigkeit so hoch wie möglich zu halten. Ich habe mich eher auf die mentale Gesundheit spezialisiert, habe auch eine 3-jährige Ausbildung gemacht extra in dem Bereich, im therapeutischen Bereich, weil ich einfach sehr viel verstehen will, wie wir Menschen funktionieren und vor allen Dingen eben auch im Sport. Das ist schon nochmal eine Besonderheit, weil unglaublich viel Druck da ist, Stress da ist, sehr, sehr viele Ängste und Sorgen auch da sind, auch bei denen, die etwas mehr verdienen. Das hat oftmals gar nichts mit Geld zu tun. Mhm. Das ist halt einfach da und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um und vor allem eben, wie gehen wir insgesamt miteinander um? Und das sind so Fragen, die mich seit Jahren beschäftigen. Mario Eggemann, mentale Gesundheit im Fußball. Wir haben sehr viele Beispiele nach diesen Ereignissen wurde sehr darauf geachtet, wurden über Depressionen gesprochen, wurden Stiftungen gegründet. Robert Enke war da sicherlich ein Fall, der uns sehr betroffen gemacht hat. Aber ich habe immer das Gefühl, 6 Monate, 8 Monate ist man betroffen, dann ist es wieder weg. Wie nimmst du das wahr? Ja, ich glaube, genau aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir darauf achten und immer wieder darauf achten, weil einfach es ist am Ende ein knallhartes Business, das Fußballbusiness. Und das müssen wir im Auge behalten. Und was mich sehr freut, ist, dass jetzt in letzter Zeit auch sehr viele gesagt haben, in der Öffentlichkeit, Spitzensportler, ich glaube, Morata war der Letzte, dass er damit zu kämpfen hat. Ja. Und ich finde es total wichtig, dass so bekannte Sportler darüber sprechen, weil dann eben auch junge Fußballer, die vielleicht bei uns beim KSC spielen, 16, 17, 18 Jahre alt sind, dass die sehen, okay, man kann drüber reden und das ist total wichtig in dem Alter. Darum ist es total wichtig, dass wir solche Vorbilder auch haben in dem Bereich. Mentale Gesundheit, ich will nochmal darauf eingehen. Oft wird gesagt, Männer, die in der Bundesliga oder der zweiten Liga spielen, können alle eigentlich hervorragend Fußball spielen. Mhm. Aber dann muss das Mentale dazukommen, der Kopf muss dazukommen. Ja. Wie viel macht das aus, glaubst du, prozentual bei einem Fußballer? Mentale Gesundheit und körperliche Fitness und Fußballtalent?
Naja, es entscheidet am Ende über deine Karriere. Wie du sagst, es sind viele sehr nah beieinander. Mhm. Und was ist dann der Unterschied, ob der eine jetzt 100 Bundesligaspiele macht nachher oder ob er gar keins macht oder nur drei? Und das ist eben diese mentale Komponente. Es ist einfach so, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich Angst habe, dann geht mein Nervensystem zu. Dann kann ich mich nicht mehr so frei bewegen und treffe auch nicht so gute Entscheidungen, wie wenn ich völlig frei bin. Mhm. Und das ist eben der Unterschied zwischen großer Karriere und es hat halt leider nicht gereicht. Mario Eggemann in der Martin-Wacker-Show, KSC-Vizepräsident, ehemaliger Spieler. Wir sind angekommen bei dem, was du machst. Du machst das Thema mentale Gesundheit bei den Fußballern ein Stück weit fokussiert. Du legst da ein Augenmerk drauf. Wie war das bei dir selbst? Wie wichtig ist es, auch früh Vertrauen zu bekommen? Ich glaube, das hat auch was mit mentaler Gesundheit zu tun. Ich erinnere mich an ein Gespräch, da hast du berichtet, dass dein Jugendtrainer dich dann auch ganz früh, ich glaube mit 17, 18 Jahren schon in die erste Mannschaft mit nach oben genommen hat. Wie wichtig ist frühes Vertrauen für das Thema, ich werde ein mental starker Fußballer? Ja, ich war 17 Jahre alt, da habe ich mein erstes Pflichtspiel gemacht in der ersten Liga in der Schweiz. Und das Spannende ist, und das ist vielleicht auch wichtig für viele junge Fußballer, es geht nicht immer nur steil bergauf, sondern man muss auch mal schwierige Zeiten durchleben und auch mal einen Schritt zurück machen. Und das kann aber trotzdem funktionieren. Ich war ein paar Monate vorher, war ich noch in meiner Altersstufe in der zweiten Mannschaft, habe ich dort gespielt und habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht. Und plötzlich neuer Trainer, der sagt, den finde ich ganz gut. Mhm. Und dann, es klingt jetzt blöd, aber dann musst du funktionieren. Mhm, so, dann musst du liefern. Mhm. Und das ist eben entscheidend und das habe ich damals gut hingekriegt. Warum ich das gut hingekriegt habe, kann ich nicht mal erklären. Ne? Aber es hat einfach funktioniert in dem Moment und ja, dann war ich drin. Eigene Stärke früh ausbilden. Ich habe das auch kürzlich KSC gegen Schalke hier zu Hause. Da hat unser Trainer Christian Eichner auch einen ganz Jungen reingeschmissen, ganz am Schluss. Ja. Der wurde gefeiert von der Tribüne. Ich glaube, das sind auch diese die mentalen Punkte, die man setzen muss bei den jungen Kerls, oder? Absolut. Also man muss sie reinschmeißen, weil sonst lernen sie es nicht und sie wissen nicht, wie es ist. Reicht schon, reicht es noch nicht. Wir wissen es ja alle nicht, wenn wir so einen Jungen reinschmeißen. Und darum müssen wir mutig sein. Wir müssen ihnen vertrauen. Wir müssen ihnen sagen, hey, mach doch einfach mal. Und ja, das ist schön, einfach sowas zu sehen. So einen jungen Kerl auf dem Feld, das macht einfach Spaß. Das ist die einfachste Gesprächsrunde für mich. Denn ich habe keine Fragen vorbereitet. Die Fragen kommen aus dem Fragenglas, sind aus der Redaktion. Über die Qualität der Fragen will ich nicht diskutieren, sondern du musst sie einfach beantworten. Das sind Entweder-Oder-Fragen, Mario. Du darfst sie selbst ziehen wie in einer Lotterie. Und ich hoffe, du hast eine vernünftige erwischt. Lieber so. Mario, nur noch süß oder nur noch salzig schmecken können. Das passt ja zu dem Gericht vorhin. Das ist ja süß und salzig miteinander. Ja, genau. Nur noch süß. Nur noch süß. Ja. Ist mir lieber. Außer Schokoladentyp? Oder, ja, natürlich. Also, aus der Schweiz geht gar nicht anders. Geht gar nicht anders. Ja. Tafel Schokolade zum Frühstück früher, das war schon mal drin. Heute nicht mehr so, aber damals habe ich das schon mal gemacht. Tafel Schokolade zum Frühstück, gute Idee. Deine zweite Frage, Mario. So, wir konnten dein erstes Schweizer Klischee erfüllen. Ja, Tafel Schokolade zum Frühstück. Da gibt es noch viele. Oh, nie wieder riechen oder nie wieder schmecken können. Nie wieder riechen. Ja. Sonst mit der Schokolade. Sind wir wieder beim Essen, gell? Die riecht ja nicht so gut, aber sie schmeckt fantastisch. Ja, genau. Danke, das waren die Entweder-Oder-Fragen mit Mario Eggemann. Die Martin-Wacker-Show, Entweder-Oder, ist beantwortet, Mario. Wir sind schon auf das Thema Fußballer-Mentalität eingegangen, haben dich so in der Jugend schon beobachtet, ganz früh in der ersten Mannschaft. Wir machen einen Sprung. 22 Jahre zurück, Sommer 2002. Mhm. Da gab es den Wechsel ins Badische. Wie kam es dazu damals? Also ich war damals bei der Europameisterschaft, in der Schweiz war die sogar, Heim-EM, U21. Und saß irgendwo im Café mit zwei, drei anderen Spielern und kriegte dann einen Anruf von meinem Berater, gesagt, du hör zu, da hat mich jemand vom KSC kontaktiert, die wollen dich haben, die würden dich gerne mal einladen. Und ich weiß nicht, ich habe immer eine Verbundenheit gehabt, schon in der Kindheit zum KSC, ist nicht so weit weg von der Schweiz. Und irgendwie, wir schauen sehr, sehr viel Bundesliga in der Schweiz immer. Und der Verein hat mich immer interessiert gehabt, bin ich hingefahren. Und damals Stefan Kunz war der Trainer und der hat mir das Stadion gezeigt, war noch der alte Wildpark. Mhm. Aber für mich war der damals, wow, super, weil wir in der Schweiz nicht so große Stadien hatten.
Und das hat mich total gepackt und habe sofort entschieden, ich mache das. In der Schweiz kam das nicht so gut an, weil alle gedacht haben, ja, jetzt zweite Liga, warum geht er in die zweite Liga? Mhm. Aber ich fand das sofort super, mich hat es gepackt. Also Stefan Kunz war eine erste Begegnung. Wer ist denn noch aus diesen alten Zeiten, so erste Begegnungen machen ja was mit einem, das Stadion, Stefan Kunz. Wer ist denn noch, gibt es noch so eine Begegnung, die du nicht vergisst in den ersten Wochen? Ja, tatsächlich. Die Begegnung heißt Thorsten Kracht, alte Legende. Oh ja. Und ich komme da an und ich sehe den, der hat solche Waden gehabt. Ich dachte, oh Gott. Hat mich so ganz grimmig angeschaut. Dann sind wir beim ersten Training Richtung Trainingsplatz gelaufen. Und dann, ich habe gedacht, hier, U21-Spieler, bin ein toller Typ. Dann guckt er mich an und sagt, ja, was machst denn du hier? Bist du für die zweite Mannschaft geholt worden? Mhm. Und dann habe ich gleich mal gewusst, wie es hier läuft und dass das nicht ein einfaches Ding wird. Aber ich muss sagen, Thorsten Kracht, als ich Rückenprobleme hatte, hat er mich ins Auto eingepackt, ist mit mir nach Bochum gefahren und hat mich dort behandeln lassen von einem speziellen Arzt über ihn, wo ich nachher auch wieder gesund wurde. Also toller Mensch, ganz toller Mensch. Mario, Thorsten Kracht, erste Begegnung, das passt natürlich. Was war das für ein Recke auf dem Platz? Ne? Hat gekämpft wie verrückt. Und du hast vorhin gesagt, ich fand es schön, warum gehst denn du nach Deutschland in die zweite Liga, wurde es in der Schweiz gefragt. Hast du gedacht, dann steige ich halt mal auf in die erste Liga. Ne? Aber das hat sich am Anfang ja nicht angedeutet. Ihr hattet am Anfang auch ganz schwere Jahre. Ne? Ja, also da geht man mit ganz anderen Erwartungen geht man irgendwo hin. Ne? Und die erste Handlung, glaube ich, die erste Sitzung, die wir hatten dann in der Kabine, kam Rolf Dohm rein und gesagt, hey, sorry Jungs, aber dass es jetzt hier weitergeht, müsst ihr alle auf, weiß ich nicht, 10 oder 20% damals Gehalt verzichten, sonst müssen wir hier abschließen. Mhm. Und dann habe ich schon mal gemerkt, okay, das wird anders, wie ich mir das vorgestellt habe hier. Und so waren dann die ersten 2, 3 Jahre auch für mich knüppelhart. Ich glaube, es sind 2 oder 3 Mal erst am letzten oder vorletzten gegen Spieltag, ja, glaube ich. Legendäres Spiel, ja, ganz ja, genau, ja. Sind wir nicht abgestiegen. Mhm. Und was das bedeutet für uns als Spieler, wenn du absteigst, für viele Mitarbeiter im Verein, für die Fans, die damals auch spaliert zum Trainingsplatz gestanden sind und uns nochmal gezeigt haben, hey Jungs, reißt euch den Arsch auf hier. Es war eine gute Lebensschule für uns. Wir waren damals auch noch jung. Und auch so ein Thorsten Kracht, der jeden Tag auf dem Trainingsplatz war und das ernst genommen hat. Es hat uns einfach auch gezeigt, hey, das ist hier kein Spiel. Ja? Also da geht es wirklich um was. Und da geht es auch um Mitarbeiter, die ihren Job verlieren. Und das war eine sehr spannende Zeit. Wie prägend war dann Ede Becker, mit dem dann der Aufstieg auch gelungen ist? Ein Ur-Karlsruher ist auch heute noch da, steht für diesen Club auch. Wie wichtig war er als Persönlichkeit? Ja, ich glaube, er war total entscheidend am Ende. Und ich bewundere heute noch, dass man diese Entscheidung als Verein auch getroffen hat. Es war die beste damals, die es gab. Ede hat eine Art, er stellt sich nie in den Vordergrund. Er ist kein Ego-Typ, sondern er tut immer das, was das Beste für den Verein ist, ohne sich in den Vordergrund zu stellen. Und er hat uns damals einfach gesagt, Jungs, ich bin hier auch noch nicht so lange als Cheftrainer tätig. Gell? Ich mache nicht alles richtig und ich zähle auf euch. Und ihr dürft vielleicht auch mal einen Ausreißer mehr drin haben, aber ihr müsst die Kabine mitnehmen. Und das haben wir dann getan. Also wir hatten von ihm absolutes Vertrauen und dieses Vertrauen haben wir ihm zurückgezahlt. Und was auch immer ein bisschen vergessen wird, wenn man über ihn als Mensch spricht, er war ein hervorragender Trainer. Ja, also wir haben sehr, sehr gut gespielt unter ihm. Er hat uns sehr gut eingestellt immer auf die Gegner, aber auch unser Spiel. Und das wird oft vergessen, dass er ein sehr, sehr guter Trainer war. Die Martin-Wacker-Show. Über 300 Mal wurde diese rote Tasse gewonnen bei der Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Vielleicht noch ein bisschen Druck aufbauen bei Leistungssportlern. Also du hast jetzt die große Chance. Ja. Gibt schon ein paar, die haben das im Schränkchen steht, auch KSC-Spieler übrigens. Also der Vize muss es auch schaffen. Ein Buchstabe, Stadt, Land, dann kommen noch andere Dinge, die ich von dir wissen will mit dem Anfangsbuchstaben K. Wenn du was nicht weißt, lieber weitersagen, denn du hast nur 30 Sekunden für 5 Begriffe mit K. Okay. Die Uhr startet jetzt mit einer Stadt mit K. Karlsruhe. Ein Land. Kenia. Ein Politiker mit K. Tot oder lebendig? Kennedy. Ja. Ein Tier mit K. Känguru. Ein Lied mit K. Weiter. Ich kann nicht leben ohne.
Etwas mit K? Kinder. Ah, wunderbar. Eine Biermarke mit K? Kölsch. Ein Hobby mit K? Weiter. Etwas, das nervt? Oh, musst du gar nicht beantworten. Hobby hätte zum Beispiel, was weiß ich, Kicken sein können. Kicken. Also ja. Kicken. Wo hast du noch weiter gesagt? Song. Ein Song. Ja. Knocking on Heaven's Door. Oh ja. Beispielsweise. Aber war zu viel Druck. Es hat total ausgereicht. Ne? Wie viel waren es denn? Sechs richtige. Also ja. Eins plus. Das Vielen ist Dank. Deine Tasse bei Stadtlandquatsch. Mario Eggemann in der Martin-Wacker-Show. Die rote Tasse ist gewonnen. Bundesliga-Aufstieg KSC. Lass uns noch mal kurz darauf eingehen, bevor wir zum aktuellen KSC kommen. Diese Saison bleibt unvergessen. Inwieweit hat das auch die ganz große Liebe nochmals zum KSC für alle Ewigkeiten bestärkt? Weil viele, die in dieser Mannschaft waren, haben heute Ämter beim KSC, sind in Funktion, sind Trainer, Co-Trainer. So eine prägende Mannschaft, oder? Ja, unvergessen. Es ist auch im Übrigen ganz besonders, dass man als Mannschaft so einen Zusammenhalt hat, auch nach der Karriere, lange Jahre später. Ich habe ja nicht nur beim KSC gespielt, auch in anderen Teams. Und da bleibt dir immer mal so einer noch hängen, den du über Jahre noch Kontakt hast. Und hier sind es halt einfach viele. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich jeden Einzelnen sehe. Und ich glaube, es geht den anderen genau gleich. Also es ist einfach was Tolles entstanden damals und es war auch der Schlüssel, dass wir dann eben diesen Erfolg hatten. Und einer bleibt hängen und viele haben da noch eine Funktion. Einer blieb ja ganz besonders hängen, ist der aktuelle Cheftrainer. Man hat aufs Herz, hättest du damals erwartet als Mitspieler, dass Eiche der ist, der auf so einem Niveau Mannschaften trainiert? Definitiv. Also er war schon als Spieler immer hochintelligent, er hat ein super Gespür gehabt für die Situation. Ist einfach ein ganz, ganz schlauer Typ und du brauchst diese Eigenschaften in diesem Geschäft eben auch als Trainer, weil du ja nicht nur deine Trainerarbeit machen musst, sondern eine ganze Mannschaft irgendwo mitnehmen musst. Und da hat er einfach die Fähigkeit dazu. Also wenn mir das einer erzählt hätte von 20 Jahren, hätte ich gesagt, ja, der packt das, ja. Mario, wir haben noch zwei kleine Gesprächsrunden. Eine will ich auf vielleicht das tollste Erlebnis verwenden. WM 2010 Südafrika gegen Spanien. Das habt ihr tatsächlich gewonnen, dieses Ding. War das dein größtes Fußballerlebnis? Ja, das Turnier insgesamt war ein überragendes Erlebnis. Also ich habe ja in dem Spanien-Spiel, habe ich glaube nur 6-7 Minuten gespielt. Aber alleine das werde ich niemals vergessen. Tolle Stadien, tolle Atmosphäre. Einfach, dass ich auch für mich, für meine Karriere sagen kann, ich war bei einer WM dabei. Das hat dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. Dann, ja. Und der Trikottausch. Und der Trikottausch, also das war für mich, ich habe fast geheult damals, wenn ich nicht erstarrt wäre vor Ehrfurcht, dann hätte ich wahrscheinlich geheult, aber es war ganz, ganz toll. Ich habe das Trikot immer noch zu Hause liegen, ja. Die Zeit ist wahnsinnig schnell rumgegangen, Mario. Wir könnten noch eine Stunde miteinander quatschen. Ja. Das lade ich einfach nochmal ein. Aber wir jetzt zum aktuellen KSC. Vor dieser Saison haben viele gesagt, oh, viele Abgänge, viele Stammspieler, viele, ja, auch Legenden sind weg. Und dann kommt die Mannschaft so aus dem Teer, hat so einen Schwung. Mich erinnert sie manchmal auch im Zusammenhalt, auch letztes Jahr schon genau an diese Mannschaft, in der du auch warst damals. Geschlossenheit vielleicht vor 100%iger Qualität. Was macht das aus? Ja, es geht mir auch so. Es erinnert mich auch sehr daran. Auch die einzelnen Typen da drin sind ja alles eigene Typen irgendwo. Jeder hat seine Persönlichkeit und hat seine Rolle auch in der Mannschaft drin. Gerade auch die Führungsspieler machen das hervorragend aus meiner Sicht. Die jungen Spieler integrieren sich total gut in diese Mannschaft. Und ich bin total gespannt, wo es hingeht diese Saison. Ich traue ihnen sehr, sehr viel zu, einfach in der Geschlossenheit. Und was mich besonders freut, ist, dass die Fans und die Zuschauer im Stadion so eine Identifikation aufgebaut haben zu dieser Truppe. Das kann uns ganz weit tragen. Und dein Schlussbild möchte ich noch haben. Du hast gesagt, damals Stefan Kunz zeigt dir das Wildparkstadion. Du sagst, wow, was für ein Stadion. Jetzt haben wir das neue Stadion. Ist das auch etwas, was mit den Spielern macht? Absolut. Also wenn wir damals das schon gehabt hätten, das wäre ein Traum gewesen. Ich finde es wunderschön, dieses Stadion. Ich finde, also mich hat es schon gepackt. Das ist so ein Schatzkästchen und ich habe so das Gefühl, wenn ich mich im Stadion bewege, alle haben Lächeln im Gesicht und
Das ist das Schönste überhaupt, ja. Also, Mario, alles Gute. Wir sehen uns ja regelmäßig in diesem schönen Stadion und schön, dass du dieses Amt angetreten hast für unseren KSC. Danke, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann habe ich ein völlig anderes Thema. Ein Schlagersänger bei mir, kommt aus Pforzheim, ist aber auch noch Politiker. Was da dahinter steckt, nächste Woche mehr. Er heißt Jörg Augenstein. Noch einen schönen Restsonntag. Ciao, ciao.